Gott zu träumen begann, träumte er die Welt. Und der Kosmos war geboren in Licht und in Schatten, in Raum und in Zeit. Und jeder von Gottes Gedanken wurde ein Stern und jeder seiner Gefühle ein Planet. Wie Samen auf fruchtbaren Boden fielen die Blicke Gottes auf sich selbst. Mit jeder Perspektive erschuf er sich neu. Welten in Welten entstanden, worin Tiere Tiere gebaren, und das Kreisen des Kosmos um sich selbst wurde zum Kreislauf der Natur. Weil Gott es so fühlt, sind wir am Leben, und sein Traum ist, was wir Schöpfung nennen. Gott schläft in den Pflanzen, Tieren und Menschen. Unser Drang, uns fortzubewegen, weiterzugehen, uns zu erheben und die Lüfte zu erobern, ist der fortwährende Schöpfungsakt Gottes. Unsere Seele ist ein göttlicher Funke, dessen Licht weit über die Materie hinausstrahlt. In ihm entsteht der Augenblick. Mit ihm streben auch wir danach, uns selbst im Spiegel der Welt zu erkennen. Die Seele ist das Augenlicht Gottes. Jeder seiner Facetten ist ein Glitzern der Realität, die sich, gemessen an den Äonen, mit einem Wimpernschlag verändert hat. Jetzt leben wir in einer Welt, in der wir fremdgesteuert aneinander vorbei existieren. Wir wollen nichts verpassen, wir müssen immer wach sein. Allergien und Depressionen sind Alltag geworden. Den Lärm der Stille hält keiner mehr aus. Ständig muss etwas geschehen, damit wir uns ablenken können. Und auch wir müssen immer schneller laufen, nur um nicht stehen zu bleiben. Und das Leben geschieht, während wir uns selbst dabei zuschauen. Vielen ist der Druck bereits zu groß geworden. Sie stehen neben sich, beschimpfen sich, belästigen sich selbst mit ihren Gedanken, Gefühlen und Glaubenssätzen. Einige von uns gaben auf. Dabei leben wir inmitten eines Reichtums, der unerschöpflich ist. Wir werden geboren in eine Welt voller Anmut und Schönheit. Diese Schönheit entströmt einer Quelle, die tiefer reicht als jedes Mikroskop der Erde, tiefer als unsere Blicke in den Weltraum dringen, tiefer als der Ozean. Wir haben uns auf die Suche gemacht, etwas aufzudecken, das wir alle besitzen, das viele als Seele oder Wesen der Dinge bezeichnen und sie aus ihrem Innersten heraus zum Leuchten, zum Blühen und Singen bringt. Unser persönlicher Fingerabdruck im Universum, die Schwingung und Resonanz, die uns eigen ist. Unsere Eigenresonanz. Unsere Körper zeigen eine Symmetrie, die universell und damit göttlich ist. Diese Symmetrie macht das Große dem Kleinen ähnlich. Mikrokosmos und Makrokosmos sind miteinander verschmolzen. Symmetrie bezeugt Schönheit. Schönheit bezeugt Ordnung. Und Ordnung ist die Quelle der Gesundheit und Lebensfreude. Nervenbahnen gleichen so Wurzeln oder Zweigen, und wenn wir uns im Inneren einer Zelle befinden, könnten es auch Sternenexplosionen sein, die das Leben befeuern.
Der Grund dafür ist die Selbstähnlichkeit, das fraktale oder holographische Prinzip des Universums. Die Symmetrie ist die ordnende Schöpfungskraft des Kosmos. Nicht eine Wirkung, sondern die Ursache der Formen in der Natur. Die Gleichseitigkeit der Dinge bedeutet aber auch eine Gleichzeitigkeit, die viele Menschen noch nicht verstehen. Es bedeutet, dass alles jetzt ist. Raum und Zeit sind virtuell, eine Illusion, wohinter die wahre Natur des Bewusstseins als ewige Kraft dreht und glüht. Wir können uns dieser göttlichen Symmetrie nicht entziehen. Der Kosmos und alles in ihm ist dieser Symmetrie entsprechend gebaut. Symmetrie ist überall. Sie umgibt uns, formt uns und prägt unsere Wahrnehmung von der Welt. Ein heilloses Chaos offenbart sich mit ein wenig Distanz betrachtet als höhere Ordnung. Wir sind alle eingebettet in diese göttliche Ordnung. Ja, wir sind aus ihr gebaut. Sie zu verstehen bedeutet also, sich selbst zu erkennen. Tief im Herzen jeder stimmigen Theorie verbirgt sie sich. Bereits die Gelehrten der Antike mutmaßten, dass mit einer Offenbarung dieser Symmetrie das größte Rätsel der Natur gelöst sei. Viele Jahrhunderte lang war die Symmetrie das bestimmende Thema in der Kunst, der Architektur und Musik. Atome formieren sich so symmetrisch wie die Sterne am Himmel. Symmetrische Gesichter und Körper empfinden wir als schön. Und symmetrische Anordnungen wirken aufgeräumt. Mit geschärftem Blick erhalten wir außergewöhnliche Einsichten in das Wirken dieser tief verborgenen Macht. Ihr Wirken hinter den Dingen, die sie aus noch ungeklärter Kraft hervorbringt. Aber was ist Symmetrie überhaupt? Welcher tiefere Sinn, welches Geheimnis ist in ihr verborgen? Um diese Schöpfungskraft des Kosmos, die Symmetrie, besser zu verstehen, reisen wir an einen der schönsten Orte der Erde, die Malediven. Die Malediven sind eine Kette von 19 Inselgruppen im Indischen Ozean, südwestlich von Sri Lanka. Die weißen und grünen Inseln sind über 870 Kilometer im Indischen Ozean versprenkelt. Dabei sind von den 1196 Inseln gerade einmal 220 bewohnt. Die Inseln liegen nur knapp einen Meter über dem Meeresspiegel, was sie sehr anfällig für seinen stetigen Anstieg macht. Der Kontrast zwischen den bewohnten und den unbewohnten Inseln könnte kaum größer sein. Zeichnen sich die unberührten Inseln durch ihre üppige Vegetation und die glasklaren Lagunen aus, reiht sich in den bewohnten Gebieten ein halbfertiges Haus neben das andere. Male ist die Hauptstadt der Malediven. Hier drängen sich 123.000 Einwohner auf 580 Hektar. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von mehr als 21.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Wir quartieren auf einer typischen Ferieninsel der Malediven. Das Royal Island Resort ist, wie alle Inseln hier, sehr klein. Wir brauchen gerade einmal 12 Minuten zu Fuß, um die Insel zu umrunden. Der Körperbau sowie die Hautfarbe der Einheimischen bildet das geografische Mittel zwischen Indien und Afrika. Royal nennt sich diese Insel, da hier der König und die Königin einstmals residierten. Das Grab des Königspaares sowie das Bad der Königin sind noch immer als Ruinen zu sehen. Von hier aus starten wir unseren ersten Tauchgang in die geheimnisvolle Welt des Meeres. Andere Hotelgäste schließen sich uns an und gemeinsam
fahren wir hinaus zu einem der vielen Tauchgebiete hier rings um die Insel. Die Sonne lacht, der Wellengang ist gemäßigt. Das sind gute Bedingungen, um zu tauchen. Noch ist keine Regenzeit, doch wenn die Stürme kommen, wird es auf See schnell ungemütlich. Thank you.